Herzlich willkommen zurück zu Spore. So, wir werden jetzt starten. Bisschen angepasst haben wir uns, damit das Laufen ein bisschen besser funktioniert. Größere Beine. Etwas, damit wir posieren können. Diese lustigen Puschel oben, diese kleinen Antennen auf dem Kopf oben. Ich weiß gar nicht, was das in Wirklichkeit darstellen soll, aber es sind jetzt unsere Antennen und wir haben jetzt bezaubern gelernt. Genau. Und die Augen sind vielleicht... Okay, das ist, weil der so klein ist, diese riesigen Augen. Oh mein Gott. So, er ist erwachsen, die Augen sind geschrumpft. Sehr schön. Und wir machen uns auf die Suche, ja, nach weiteren Verbündeten. Wir müssen auch nochmal wieder jemanden ins Rudel holen. Komm mal bitte ins Rudel mit rein. Was war das jetzt? Posieren? Das war posieren. Alles klar. So, mitkommen. Ja, den Bundesadler kriegen wir wahrscheinlich immer noch nicht. Okay, die Arme gefallen mir so auch noch nicht. Die sind noch ein bisschen zu sehr am Rücken befestigt. Die müssen noch ein bisschen weiter nach vorne gezogen werden. Also die Arme ist jetzt nicht mehr so berauschend. Aber die Füße funktionieren, glaube ich, schon etwas besser. Oh, die sehen aber auch fies aus. Scheinen aber keine Fleischfresser zu sein. Oder zumindest erstmal uns nicht. Ach, die hatte ich doch vorhin mal versucht. Da fehlt uns doch noch einer. Hier, wir probieren das nochmal. Gleich mal den Alpha hervornehmen. So, auf geht's. Was war das jetzt? Okay, das hat jetzt irgendwie nicht so funktioniert. So, zaubern. Und posieren. Na, das reicht noch nicht ganz. Und tanzen. Haben wir nur Stufe 2? Das könnte problematisch sein. Nein. Hat nicht funktioniert. Die sind eine Nummer zu groß. Du bist ein bisschen kleiner. Klappt das mit dir? Du bist doch hier eher auf Augenhöhe. Zaubern. Oh, da ist eben gerade einer geschlüpft. Nee, wir sind zu wenig, zu klein. Ich brauche ein größeres Rudel. Das geht wahrscheinlich erst, wenn ich hier... Singstufe 3, das ist schon ganz gut, aber es reicht einfach nicht. Ich brauche noch ein etwas größeres Rudel. Das geht wahrscheinlich erst... noch ein paar DNA-Punkte kriege, aber die kriege ich hier gerade nicht so. Ja, euch habe ich schon. Da oben ist noch ein Nest. Oder auch. Oh, die sind fies. Nicht dahin gehen, nicht dahin gehen. Hyänös. Mist. Mal gucken, ob wir da oben irgendwie hinkommen. Oh, da wollen wir, glaube ich, nicht hin. Ziemlich viele Fleischfresser hier, das finde ich nicht gut. Vielleicht ziehen wir dann doch erstmal weiter. Vielleicht ziehen wir doch erstmal weiter. Ich fürchte, das hilft nichts. Ah. Denn hier sind halt ziemlich viele... Böse, fiese, kleine Fleischfresser. Und der Bundesadler. Verfolgen wir hier mal die Route weiter. Würde ich mal sagen. Ja, ich kann sie nicht beeindrucken, das stimmt. Ach, das bist du. Da kannst du, hä? Was kommt denn hier noch? Migrieren wir mal hier zum nächsten. Außerdem kriegen wir dann auch wieder neue Teile. Zum Beispiel den Norgerli.
komische Geräusche. Was ist das? Die sind ja lustig. Aber ich fürchte, dass ich die nicht beeindrucken kann. Die sind wahrscheinlich noch deutlich zu weit, oder? Nee, das war posieren. Verdammt, oder? Ja, das war... Verdammt, das war falsch. Oh, hey, je. So. Posieren. Muss doch gehen. Könnte ich vielleicht mal mit den Geistern hier? Ich kann hier nichts machen. Jetzt. Das ist bezaubern. So kann ich hier nichts auswählen. Das ist tanzen. Warum konnte ich eben nichts auswählen? Dann wird es nämlich schon wieder nichts. Posieren. Nein, was war falsch? Ah, ich muss tanzen. Reicht's trotzdem? Nein. Nö. Es muss doch gehen. Posieren. Und nochmal posieren. Und singen. Und nochmal singen. Jetzt hat's funktioniert. Und? Das Gehirn wächst. Bling! Mehr Intelligenz. Der nächste Schritt Richtung Bewusstsein. Dein Gehirn ist größer, dein Status ebenfalls. In deinem Rudel ist jetzt Platz für zwei. Können wir dann so einen mitnehmen? Ich finde die irgendwie lustig. Muss noch zwei, muss ich noch beeindrucken. Bezaubern. Einfach ehrlich. Tanzen. Nein! Ach, wieso folglich jetzt immer tanzen und singen? Nein, 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 nein. Vielleicht ist auch der Alpha nicht der Richtige. Was machst du denn für komische Sachen? Nächster Versuch. So, tanzen ist auf zwei. Posieren. Und nochmal posieren. Zack. 16 DNA-Punkte. Der ist begeistert. Der noch nicht. Singen. Bezaubern. Posieren. So einen mitzunehmen ist vielleicht auch gar nicht schlecht, weil die eigentlich auch alles können. Ja, nun, komm. Muss doch möglich sein. So, viel singen ist gut.
und tanzen. Jawohl. Eigentlich ist alles auf Stufe 2 bis auf Singen und das merkt man auch. Jawohl, das hat viel gebracht. Okay, sie sind jetzt meine Verbündeten. Kommst du mit? Muss ich noch einmal hier beeindrucken. Und? Ist jetzt bereit, dich mir anzuschließen? Jawohl, der kommt mit. Cool. Hier sehen wir auch andere Planeten hier im Weltraum. Der ruft uns. Hehe, sehr schön. Sehr, sehr schön. Was haben wir da hinten? Oh, die sind nicht nett. Stigliasur. Ich brauche eigentlich was. Ich hätte gedacht, wir können da eben was essen. Geht aber nicht. Dann gehen wir einmal hier weiter. Oh, was ist das? Die sind nett. Okay. Hallo. Posieren. Oh ja, das bringt jetzt viel. Und tanzen. Zack. Quack, 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 quack. Ja. Mit denen müssen wir uns auch verbünden. Die haben ja schließlich... Die sind fast so wie wir. Die haben halt nur zwei Arme und ein Bein und... vier Arme und zwei Beine. Und wir entsprechend anders. Warum? Oh, der ist schon... Tanzen. Na? Singen. Oh. 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 Unser Verbündeter wird gefressen. Hilfe, unser Verbündeter wird gefressen. Ist das gefährlich hier? Pucha. Und hier ist ein neues Nest. Das können wir jetzt zu unserem neuen Zuhause machen. 152 DNA-Punkte schon wieder. Hörschnauze. Singen Stufe 4. Das ist natürlich noch besser eigentlich. Gucken wir mal. Ich wollte ja eh die Arme noch mal ein bisschen anpassen. Können wir noch mal ein bisschen an der Kreatur rumschrauben? Pflanzenfresser. Verbündetenruf. Beißen 1, Rammen 1. Singen 3. Singen 4. Singen 5. Die Hörschnauze. Würde mich interessieren hier. Aber richtig schön ist das nicht. Wir können das mal so zum Vergleich machen hier. Die. Nee. Nee. Also. So vom spielerischen, logischen her müssten wir das eigentlich fast nehmen. Weil es besser ist. Und es kostet aber auch 150 Schnappigator. Ja, das geht. Das kann man machen. Aber eigentlich will ich Singen nicht höher kriegen erstmal unbedingt. Singen funktioniert ja so noch ganz gut. Sind doch eher erstmal andere Sachen dran. Knopfmagen. Was sagt der Nagali? Nee. Ich finde den Entenschnabel schon ganz cool. Die Arme wollte ich noch ein bisschen verschieben. Genau nach da müssen die wahrscheinlich. Huch, nein, jetzt habe ich die Hände abgemacht. Welche hatte ich denn da? Pfeffergreifer. Vielleicht haben wir ja hier auch nochmal andere. Posieren Stufe 3, der Saugnapf. Posieren 4, Schwammhandschuh. Oh. Saugnapf? Nee, den Saugnapf finde ich doof. Das passt eigentlich auch ganz gut. Nehmen wir den Schwammhandschuh.
der natürlich auch massig kostet. Bringt natürlich jetzt mich vom Sprinten 4 so ein bisschen ab. Aber gut, das ist dann halt so. So, vielleicht die Knie noch ein bisschen höher hier vorne. Mal testen. Das jetzt, okay, die Arme sehen schon mal besser aus. Ja. Ich glaube, das geht. Das geht. Okay. Ja, mit den Augen. Muss man eben nochmal durchgucken, ob wir jetzt nochmal, was wir generell nochmal Neues bekommen haben. Den Knopfmagen Nagali haben wir neu bekommen. Und halt diese hier. Oh gut, dann haben wir jetzt unser Posieren ein bisschen verbessert. Das ist ja auch nicht schlecht. Den Namen kann man hier tatsächlich noch ändern. Okay. Dann sind wir fertig. Sehr schön. Wunderbar. Ja, mein Rudel ist nun leider jetzt wieder komplett leer. Da muss ich also jetzt hier nochmal wieder zwei fragen, ob sie mitkommen möchten. Bezaubern. Der kommt mit. Hier. Und du? Sogar ein Alpha-Jolga. So, den sollten wir doch auch überzeugt bekommen, dass er mitkommt. Ja. Sehr schön. Unser Rudel, ja, der klatscht sogar in die Hände. Unser Rudel ist wieder vollständig. Da hinten sinkt was, aber... Oh, da ist irgendwas. Den wollen wir mal lieber nicht über den Weg laufen. Das ist ein Steglisaurier ja wieder. War das ein Teil? Das ist ein Teil. Aua. Komm, das Teil nehmen wir noch eben mit. Und dann nichts mehr weg. Tanzen 4. Das ist natürlich auch gut. Sprinten. Ihr seid nicht böse, okay. Dann versuchen wir hier mal durchzukommen. Es ist halt spielerisch doch immer ein bisschen das Gleiche, was man hier macht, aber es ist vor allem das Erkunden und das Rumschrauben an der Figur, denke ich, was jetzt hier diese Phase vor allem ausmacht. Aua. Und das Weglaufen vor blöden Viechern. Ja, doch, das Laufen funktioniert jetzt so schon mal wesentlich besser. Oh, die sind natürlich auch nicht nett. Ist ja wieder klar. Hilfe! Hilfe! Oh Gott, das ist ja hier wie in der Hölle. Ja, nur Fleischfresser unterwegs, super. Dann ist hier gleich Feierabend. Ich werde in meinem Tod hier noch das Heil ausgraben. Und dann sterben. Du wurdest im Kampf besiegt. Bist du verletzt, ziehe dich in dein Nest zurück, um dich zu heilen. Ja, leichter gesagt als getan. Aber wir werden ja neu geboren. Das ist ja alles nicht so schlimm. Alles nicht so schlimm. Zack. Ja, aber gefällt mir bisher eigentlich recht gut, unsere Kreatur. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Macht's gut.